Vor allem in den ersten Tagen. Man wird von Mitarbeitern, die man vorher noch nie gesehen hat, direkt empfangen und gegrüßt. Auf Du und Du gewesen, auch mit einigen Vorgesetzten. Es existieren durchaus Hierarchien, aber sie sind nicht so unglaublich spürbar. Man kommt die Tür rein und man gehört einfach dazu. Gefordert werden wir auf jeden Fall. Dafür bekommt man dann aber auch halt viel. Stellt man sich als Auszubildender gar nicht so vor, dass man wirklich so viel Verantwortung kriegt. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo man merkt, dass einem immer mehr zugetraut wird. Das ist so ein Prozess, der wächst langsam, aber wenn er einmal da ist, dann ist es wirklich so ein selbstbewusster Schub. Es wird auch jedes Jahr ein Weiterbildungskatalog bereitgestellt. Da kann man dann extra Zertifizierungen machen und das wird dann von der Firma übernommen. In sozialen Projekten können wir auch mitwirken. Soll halt so die Soft Skills fördern. Bei mir, bei meinem Ausbilder, hat er einen English Thursday eingeführt, wo wir dann wirklich nur Englisch sprechen. In der Kantine wird auch ganz oft Englisch gesprochen. Da erlebt man, dass sich viele Nationen in der Kantine treffen und zusammen dann zum Mittagessen. Bei uns gibt es da sogar extra Abteilungen, die nennt sich Ideenmanagement. Wir haben auch gleich gesagt, ihr seid jetzt neu im Betrieb. Wenn ihr was seht, sollt ihr uns das sagen. Jeder kriegt die Chance, seine Ideen durchzusetzen. Jeder, egal ob Auszubildender oder Chef. Ich habe erst letztens was eingereicht bei unserem Ideenmanagement. Dann mal gucken, was da rauskommt. Also Junior Companies sind von Azubis, ein eigengeführtes kleines Unternehmen. In so einer kleinen Firma lernt man auch mal richtig selbstständig Entscheidungen zu treffen und mit den Konsequenzen zu leben. Ich war 3 Monate als Geschäftsführer und 3 Monate im Marketing. Ich finde, in den 6 Monaten habe ich am meisten bis jetzt in meiner Ausbildung dazugelernt. Obwohl es so eine große Firma ist, hat man trotzdem so ein familiäres Gefühl. Man fühlt sich richtig so irgendwie mittendrin, man fühlt sich einfach gebraucht. Ich habe letztens ein Projekt mitgeholfen, dann hat sie ja die PowerPoint-Präsentation vorgestellt und am Ende im Abspann taucht man da selber mit. Dann soweit, dass auch der Chef mal reinkommt und fragt, ja, hätten Sie mal Zeit, eben das und das für mich zu machen. Klopft man sich irgendwie selber auf die Schulter und denkt. Alle sehen das und das ist ein ganz schönes Gefühl. Sauber, super gemacht. Was ich herstelle, also... Was bist du? Chemielaborantin? Oh, interessant. Erzähl mal. Man denkt ja, okay, das ist jetzt das Produkt, aber wie viel Arbeit dahinter? Ich finde auch besonders faszinierend, dass unsere Produkte in Gegenständen enthalten sind. Da denkt man gar nicht drüber nach. Ich finde einfach so unglaublich faszinierend, wie das einfach irgendwie im täglichen Leben überall Anwendung findet und dass man selber ein Teil davon ist.